Fällt es dir auch manchmal schwer, dich zu motivieren? Hast du häufig eine Menge guter Ideen im Kopf, kommst aber einfach nicht ins Handeln? Bist du Weltmeister darin, dich mit unwichtigen Dingen abzulenken, nur um nicht mit der Umsetzung deiner Ziele und Träume anfangen zu müssen? Dann habe ich hier zwei gute Nachrichten für dich. Erstens, du bist überhaupt nicht allein. Es geht ganz, ganz vielen so. Und zweitens, es ist recht einfach, das zu ändern. Und bitte darauf achten, einfach heißt nicht leicht. Und wie genau das geht, das erfährst du im heutigen Video. Viel Spaß, let's go! Moinsen, hier ist Ilja Greschkowitz. Und wenn du diesen Kanal supporten möchtest, dann gib doch jetzt dem Video einen Daumen hoch. Ich sage vielen Dank dafür. Ja, mit der Motivation, genauer gesagt mit der Selbstmotivation, ist das so eine Sache. Sie ist von Haus aus ein sehr scheues Reh. Sie ist ganz selten da. Und wenn sie einmal kurz auftaucht, dann ist sie auch genauso schnell wieder verschwunden. Habe ich recht? Und nur am Rande, wenn du meine sexy Formel für mehr Selbstmotivation genauer kennenlernen möchtest, dann habe ich mal ein Video für dich aufgenommen. Ich verlinke das hier oben. Schau dir das gerne mal an. Hinzu kommt, dass unser Alltag so voller Termine und Stress ist, dass wir selten einen starken inneren Antrieb haben, um unsere Ideen in die Tat umzusetzen. Wir fühlen uns eigentlich niemals danach. Und weil das eben so ist, geben wir uns viel zu häufig dieser berühmt-berüchtigten Aufschieberitis hin und reden uns ein, dass es einfach nicht der richtige Zeitpunkt ist, dass morgen auch noch ein Tag sei und dass wir irgendwann ganz bestimmt anfangen, unsere Träume wirklich zu leben. Doch hier kommt der entscheidende Punkt. Aus einem hoffnungsvollen Irgendwann wird leider fast immer ein Niemals. Doch zum Glück muss das überhaupt nicht so sein. Wenn du die folgenden drei Hacks beachtest, die dir hoffentlich dabei helfen werden, dich mit einer riesigen Portion Selbstmotivation zu versorgen, deine Umsetzungskompetenz dramatisch zu erhöhen und dich vor allem dauerhaft konsistent ins Handeln kommen zu lassen. Umsetzungshack Nummer 1. Prioritäten setzen. Egal wie groß oder klein deine Ziele, deine Träume, deine Vorhaben auch sein mögen, behandle sie mit der größtmöglichen Priorität. Wenn die Umsetzung nämlich so nebenbei und zufällig geschieht, dann wird niemals irgendetwas passieren. Kein Wunder, weil im Alltag, wir haben so viel zu tun. Es gehen pro Tag 750 E-Mails ein, Kunden rufen an, du musst Dinge vorbereiten. Du bist so sehr mit deinem Alltagsgeschäft beschäftigt, dass diese wirklich wichtigen Dinge gerne mal hinten überfallen. Warum? Weil einfach niemals der richtige Zeitpunkt dafür ist. Irgendwas ist immer wichtiger. Daher, wenn du dir irgendetwas vorgenommen hast, triff eine echte Entscheidung. Eine echte Entscheidung, die Commitment mit sich bringt, wo du Herzblut reinsteckst und vor allem, wo du dir selber dein Wort gibst, diese Entscheidung durchzuziehen, komme, was da wolle. Das meine ich mit Prioritäten setzen. Hack Nummer 2, geh das Ganze strategisch an und nicht zufällig. Das bedeutet, wenn du diese Priorität festgelegt hast, wenn du eine Entscheidung getroffen hast, dann such dir feste Zeiten in deinem Kalender, wo du konkret und festgelegt und vorher geplant an diesen Prioritäten arbeitest. Hierzu eine Faustformel. Was nicht geplant ist, das findet auch niemals statt. Daher block dir diese Termine, damit nichts anderes dazwischen kommen kann. Und mit blocken meine ich für dich selber, um an diesen Zielen zu arbeiten, um zu reflektieren, um dir mutige Fragen zu stellen, um fein zu justieren, um in die Umsetzung zu kommen, um deine To-Do-Liste abzuarbeiten. Such dir jeden einzelnen Tag 10 Minuten, 15 Minuten, vielleicht sogar eine halbe Stunde, wo du dich ausschließlich mit dieser Priorität befasst und daran arbeitest. Tja, und wenn du ein Team hast, das dich unterstützt, dann schaff dir ebenfalls Freiraum, indem du dir regelmäßige Termine in den Kalender für euch einträgst. Und das können kurze tägliche Chatnachrichten sein, ein wöchentlicher Call, wo ihr euch 15 Minuten über die wichtigsten Dinge unterhaltet, was ihr geschafft habt, was noch vor euch liegt und möglicherweise einmal im Monat ein längeres Meeting, entweder persönlich oder virtuell via Zoom, MS Teams oder deiner Plattform der Wahl. Das strategische Planen von Terminen ist essentiell, weil es für die nötige Verbindlichkeit sorgt. Und vor allem helfen dir diese Termine in den Momenten, wo du dich nicht danach fühlst. Und das ist eigentlich immer der Fall. Denn wenn du einen fixen Termin in deinem Kalender hast, dann führst du das Ganze auch aus. Du hältst dich dran.
Habe ich recht? Und last but not least, der dritte und wichtigste Hack zum Schluss. Tracken, 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 messen, messen, messen. Und ich weiß, dein Fortschritt zu tracken und zu messen, das klingt so harmlos. Entscheidet aber darüber, ob du nachhaltige Ergebnisse erzielst oder eben nicht. Das heißt, ich kann die Bedeutung des regelmäßigen, konsistenten Trackens gar nicht genug betonen. So wichtig ist das Ganze. Denn was gemessen werden kann, das kann analysiert, verbessert und nachjustiert werden. Im ersten Schritt solltest du daher ganz unbedingt die KPIs, also die Key Performance Indicators, die wichtigsten Kennzahlen für dein Ziel, für dein Vorhaben definieren. Und dann schreib deinen Fortschritt regelmäßig, am besten täglich, auf. In einem Journal, in einem Notizbuch oder natürlich auch digital in einer Excel-Tabelle, in Notion oder in einer beliebigen App deiner Wahl. Das Ganze hat zwei Vorteile. Erstens kannst du deinen Fortschritt ganz genau verfolgen und dich natürlich auch darüber freuen, wenn du gewisse Meilensteine erreicht hast. Und zweitens, je genauer und regelmäßiger du trackst, desto einfacher fällt es dir, bei Bedarf nachzujustieren und entsprechende Anpassungen vorzunehmen. Es würde mein Herz wirklich mit großer Freude erfüllen, wenn du diese drei kleinen, aber mega wirkungsvollen Hacks dafür nutzen würdest, deine Selbstmotivation zu erhöhen, deine Umsetzungskompetenz zu steigern und es natürlich einfach zu machen. Und falls du jemanden kennst, der Weltmeister im Planen und Ankündigen ist, aber Schwierigkeiten mit der Umsetzung hat, dann teil dieses Video doch mit diesem Menschen. Es war mir wie immer eine riesengroße Ehre und Freude und für heute bin ich raus. Mic Drop.